Hi YouTube, was geht ab? Ich bin gerade im Winterurlaub mit meinen Freunden zusammen und heute waren wir bei einem der größten Snowboard-Events des Jahres und haben noch andere Sachen erlebt. Das Ganze war übergeil. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir kriegen heute Freigetränke wieder und du bist nicht dabei. Yo! Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr nochmal das Board umsonst ausleiht. Yo, bitte heute. Da oben ist dicke Party, krasses Tanzen. Ich glaube, wir werden eine richtig tolle Zeit haben. Ja. Ey, Mike, ich weiß, du filmst nicht oft, aber film kurz tiefer so die Rede. Ja, ich bin jetzt fertig mit Reden. Jetzt kannst du wieder Kevin filmen. Kannst du wieder umschalten. Das Kabel. Wir haben es geschafft, Ladies and Gentlemen. Sollen wir das so immer umhängen oder können wir das nicht machen? Wir haben verfickte Media Badges. Das muss umgehangen werden. Für das Snowboard-Turnier. Bro, guck dir Reds mal an. Stütz dich ab. Passt schon. Also wir haben, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wir haben uns jetzt einen Spot gewählt, da oben rechts. Da kommen die Leute runter und dann sehen wir diese Schanze noch. Ich glaube, es kommt gerade auch jemand runter. Oh, da krank. Ja, let's go. Ja. Wo? Danke. Wo, oh, Kevin? Das Bier! Geil. Du bist so ein Idiot, Bro. Das Bier, safe. He saved it, Chat. He saved it. Das hat uns so Vibes von diesen Typen, diesen Michi! Michi! Ja! Ja. Kennt ihr den? Ja, ist ja. Doch ganz! Das Bier! Was, aber der sagt am Ende, schreit er noch was. Nicht verschüttet oder so, sagt er. Das Bier es ist alles heile! Bruder, mit so einem Ding würde ich gerne rumfahren. Scheiße! Ey, Chef, kannst du uns kurz mitnehmen? Wohin? Irgendwo! Irgendwo! Einfach kurz rumfahren und dann zum Restaurant wieder. Boah, ja. Müsst aber einen Helm aufziehen. Ja, machen wir. Bro, ist das krank. Bro, man lebt. Oh shit, er macht Gangside. What the fuck? Yo. 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 Tischwache, Achtung. Yo. Bro, what the fuck? Bro, what the fuck? Habt ihr hier immer die Fahrer hochgefahren? Ja, richtig, mit dem. Digga, krass. Und wir fahren teilweise 120 einfach mit dem hoch. Holy shit. Was machst du sonst mit dem Ball? Was ist denn dein Job hier? Mein Job ist es, die Profis raufzuschalten. Okay. Und ein bisschen Logistik, wie jetzt müssen wir den Fernseher da aufladen. Ah, machen wir das jetzt auch? Ja. Geil. Bro, wir wollten einfach essen gehen. Jetzt holen wir hier unten so einen Bildschirm ab, Bro. Über random. Hast du auch die Leute hochgefahren? Ja. Ja? Geil. Bist du auch hoch? Sorry? Bist du auch hoch? Wir fahren bei Luis mit. Wir können aber auch bei dir mit hochfahren. Ja, soll ich? Okay, ey Dominik! Wir sehen uns oben! Jo, was geht ab? Jo! Ja, was geht ab? Jo! Ey, geil! Jo! Digga, ich bin locker 130 Grad hochgefahren. Bruder, ich habe ein Geschenk für euch. Oh mein Gott, oh süß! Von Lachs. Oh mein Gott, das ist süß. Ist so Schweizer Schokolade, kennst du? Ja, klar, Toblerone, Klassiker. Dankeschön. Alles gut. Ey, schönen Tag noch. Das Ding ist halt. Ugo meinte, er hat keinen Bock, wenn eure Frauen da sind. Stimmungskiller. Oh, Junge, Hugo kriegt noch einen Arsch voll, Alter. Ja, Bruder, Hugo, da kannst du gleich nach Hause fahren. Hugo, weißt was, dann kannst du in unserem Iglu schlafen im Garten. Zimmer frei? Der Hund. Hugo meint, das Vibe-Killer für ihn, weil er dann jeden Tag sehen muss, was wir haben und was er nicht hat. Hier, Scheiße, Hugo, du Bastard. Digga, Hugo, fick dich, Alter. Du kannst deinen scheiß Stoffbären ficken, Alter. Das ist eigentlich crazy, dass ich mir sowas sagen muss von dem Typ, der den Bär fickt, Alter. Hallo. Wollt ihr ein Bild machen? Ja? Achso, ja, ist euch egal. Ja, wir sehen, das machen. Gerne. Kevin, kommst du? Achso, wollt ihr nur von euch zwei? Von euch ein Bild haben. Achso. Oh mein Gott. Ich hab's gecheckt. Dominik hat's nicht gecheckt.
Danke. Sie, sie gerne. So sollte man von dir auch ein Bier haben. Ja, wir machen, wenn man ihn kennt, wir machen die ganze Zeit so Content für Internet. Okay. Die ganzen Leute gucken uns gerade zu hier. Okay. Das war mega unangenehm für die hier gerade. Ich wurde so reingebaitet. Ich wurde so Ich hab's, ich hab's damit gerechnet. Okay. Diese Elf, viel Spaß euch noch. Chill, wir gehen jetzt oben aufs Dach auf. Zieh euch mal rein, wie viele Leute hier sind. Holy shit. Holy shit. Ey, hier ist, glaube ich, die Regie drin, Chad. Hier machen die ganze Produktion und so. Alter, Chad, zieh euch rein. Da fahren die Leute gleich durch. Hey, das ist ein übergeiler Spot hier. Ja, aber ich würde lieber da unten stehen an der Halfpipe, Bro. Heute werden Tricks gezeigt, die noch nie irgendwo gezeigt wurden. Hier wird sich noch irgendwer maulen. Falls das hier nochmal ein Video kommt, bitte nochmal den Clip von Dominik einblenden. Danke. Ja, ja. Jawohl. Schön rüberlehnen. So sieht Mike gerade aus. Was? Warte, hast du? Ja. Warte, Digga, ah, let's go. Oh, das war sehr geil. Ich fand die Halfpipe war geiler als Slopestyle, muss ich sagen. Ja, Hugo? Willst du kurz rein? Was? Mach hier was? Was? Was ist mit der Zitrone im Kühlschrank? Was soll mir der sein? Ist sie giftig? Ja. Bro, die ist zum die ist Putzmittel, Digga. Bruder, die ist doch nicht zum Essen. Hast du sie gegessen? Hugo, ruf sofort die Giftrufnummer an. Hast du die gegessen? Hugo, das ist jetzt wichtig. Hast du die Zitrone gegessen, ja oder nein? Wenn ja, sag Mike oder irgendjemand Bescheid, du musst sofort ins Krankenhaus. Bruder, das ist Putzmittel, du Vollidiot. Hallo, mein Bauch tut weh. Dein ja, Mixer. Okay, es war Spaß, Hugo. Fick dich. Das war schon mal mein Prank für den, was du gleich vorbereitet hast, du Mixer. Stark, gefällt mir. Gute Attitude, Dominik. Gute Attitude. Oha, hättest du besser gemacht? Warte mal, Hugo, du hast nur was bei mir gemacht, oder was? Ey, Hugo hat anscheinend nur was bei mir gemacht. Okay, Hugo, wir sind wirklich. Oh Gott, dieser Wichser, Alter. Oh mein Gott, Mike ist schon da. Ich hab's gar nicht gecheckt. Digga, Mike pumpt da irgendeine Musik, da soll man den Kofferraum aufmachen. Was würdest du sagen, ist deine Freundin für ein Auto bei Cars? Und was ist Marsha für ein Auto bei Cars? Marsha ist dieses blaue, geile Auto, diese geile. Ihr wisst, wie heißt sie, Sally oder so? Julia ist dieser Abschlepper, dieser rote. Hurensohn, rede nicht weiter. Den kenn ich. Rede nicht weiter. Dieser braune, rostige, Digga. Imagine, du sagst wie das. Wie redest du? Imagine, du sagst das, Bro. Na gut. Oder die sind beide Sally. Ja. Und Dominik und ich daten nur Baddies. Chef, wir sind jetzt zu Hause. Und Hugo hat irgendwas Prankmäßiges vor. Ich freue mich unfassbar krank. Derzeit wirklich, ja, Mann. Ja, Mann. Also, ich sage euch ehrlich, Chat, es geht gar nicht mal um die Motivation mit Trainer Sport machen, macht echt Bock. Für mich ist es aktuell wirklich mein Schlaf, weil ich dadurch richtig viel Zeit verliere an jedem Tag. Und dann fehlt mir die Zeit am Ende des Tages vor dem Stream halt. Hab aber überlegt, ob ich vielleicht Stream später mache und dafür den Gym-Shit durchziehe oder so. Weil ich hätte schon sehr Bock, es wenigstens mal für ein paar Monate zu tryen. Hallo! Digga, das macht keiner auf, what the fuck? Das ist jetzt ein toller Prank. Das ist der Prank. Ist das der Prank? Der Schlafprank. Bitte sag mir nicht, das ist der Prank, Bro. Wenn das der Prank ist, holy shit. Ja, man, Hugo sitzt halt irgendwo, Junge, und macht gleich so, oh, Prank, oh mein Gott, ich hab ein Zimmer in Toilettenpapier eingerollt. Ey, Hugo, falls du mich hörst, wenn du irgendwas unordentlich gemacht hast, Arschloch, dann kannst du es schön selber sauber machen. Also hier steht schon mal eine Schüssel und eine Tasse, ich weiß nicht, das ist zum Prank dazu gehört. Ja, Bruder, Hugo chillt doch selber in meinem Zimmer, den Lücken, oder? Bruder, wenn jetzt irgendwas in meinem Zimmer mega unordentlich ist, ich schwör, ich fick ihn, Alter.
Oder was zum Fick ist das hier? Ein Stück Schnee? Und der gottverfickte Hurenbär? Bro, was zum Fick ist das, Hugo? Bruder, was zum Flying Fuck ist das? Hugo, stehst du hinter diesem Vorhang? Ich meine, er muss ja irgendwo sein, oder? Warte, ich mach mal Licht in der Ecke. Da ist überall Schnee drin. Bruder, ist das scheiße? Ist das scheiße? Guck dir hinter meinem Bett so eine Kamera vor. Bro, was? Nein, hab ich nicht gesehen. Bro, was ist das für eine Bruder, das ist so ein richtiger 2005-Prank hier. 2016, ich bin da. Ist das krank, Bruder. Er hat ganze verfickte Raum vollgestellt mit Schnee, Junge. Nein. Hey! Digga, dein PC, bist du dumm? Du Wichser! Der ist von Boostbox. Ausrufezeichen Boostbox. Der geht nicht kaputt. Außer die SSD, die ist letztens explodiert. Aber ansonsten nicht. Ja, keiner Prank, Hugo. Mega geil, dass du den Arm bist. Hey! Ey, wie fühlt sich's an mit, weiß ich nicht, 200.000 Euro mehr auf dem Konto? Weniger. Weniger. Sorry, Mann, tut's mir echt leid. Joy. Oh, der Prank hat zugeschlagen! Der Prank hat zugeschlagen! Aber jetzt ist mein Boden nass. Weißt du, was auch zuschlägt? Du gleich, ich gleich, wenn du das nicht gleich sauber machst. Ich mach gar nichts. Das ist ein Prank. Deine Waffe schlägt. Wenn du wirklich was unordentlich gemacht hast, Arschloch, dann kannst du schön selber sauber machen. Ich muss furzen. Bruder, du hast dir kurz mal, bevor wir reingekommen sind, nochmal eingeschissen, Digga. Ist das crazy, Digga. Steh ich bis dahin. Wie? Da. Warum ich Bock hab, ey. Nein! Dein PC! Auf! Dein PC! Nein! 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 Macht dich das geil? Oh nein! Oh mein, meine Klamotten waren extra gewaschen! Oh. Nee, Rito, du hilfst mir jetzt! Ja, ja. Ich stelle die Kamera irgendwo hin und du hilfst jetzt. Ja, klar. Okay, ich habe eine Frage. Ist alles schön und gut, aber warum steht der verfickte Wichsbär hier? Ja. Hast du mit dem gefickt in meinem Raum? Hast du den Bären gefickt in meinem Raum? Wirklich? Versprichst du mir hoch und heilig, dass du den Bären in meinem Raum gefickt hast? Okay, gut. Das ist das Scheiße, Digga. Man merkt, dass Hugo wieder da ist, Mann. Ist das kranke Scheiße, ey. Stell einfach alles rüber zu ihm ins Zimmer. Boah, das ist stark. Digga, was machst du da? Ja, in deinem scheiß Zimmer ordnen die Pisse. Nein, das darfst du nicht. Ich mach die Scheiße in dein Bett. Nein, nein! Hör auf! Das darfst du nicht. Die Scheiße ist in deinem Bett, du Wichser. Hast du? Das ist Scheiße. Ich pickel dich um. Mach doch, Pussy. Hey, was greifst du denn Twitch? Oh! Yes, yes. Ist das alles krank. Frieden. Frieden. Du machst nichts mehr. Ich mach nichts mehr, wenn du nichts mehr machst. Ich mach nichts mehr. Miguel versteht die Welt nicht mehr. Drin. Bro, das Geile ist, Miguel geht's gar nicht gut. Der liegt da irgendwie auf 3 Glyphosat. Und ist komplett am Assack, Alter. Oder stell dir vor, du bist jetzt der Owner von dem Haus und du siehst das. Was machst du dann? Ey, ich hab's doch. Ich bleib doch nicht fertig. Sag mir nicht, draußen sind auch welche. Da ist Schnee drin. Nein, hör auf! Du darfst nicht. Nein, 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 nein! Okay, jetzt wirklich fliegen. Du hast eine Hand frei. Ich hab einen Kameramann. In die Hose! Komm rein mit dir. Wir haben von einer Zuschauerin und einem Zuschauer eine Vivi-Kette für dich bekommen. Was? Aber die kriegst du nicht mehr. Du musst. Die ist geil. Was sagst du mir vor ihr? Ja. Damit sie checken, was du für ein schlechter Mann bist. Guck mal, wie sie traurig ist. Ja, ist mir doch scheißegal. Soll die Alte doch heulen. Die kann gar nichts. Weder sauber machen noch kochen. Du bist nicht echt. Doch. Nein, Hugo. Nein, Bro, sie ist nicht echt. Doch. Nein. Okay, komm, gib ihr einen Arm. Wir machen's ran. Digga, holy shit, iced out. What's sie hat froh? Danke gesagt. Oder sie hat gar nichts gesagt. Sie ist ein scheiß Stück Stoff, Mann, von Ikea, Alter.
wirklich. Oh, Digga, hier ist ja alles nass. Der ja, Frank, ich frag mich warum, Digga. Der Frank war krass, hä? Digga, Alter, du bist mein Bastard. Das ist so krank. Freunde. Tag 7 geht zu Ende, Hugo ist wieder zurück. Ich freue mich sehr, bis auf den Prank, der war Arsch. Der war geil. Schalte wieder einen morgen, wenn es wieder heißt. Weiß ist nicht immer so, wie man denkt. Denk mal drüber nach, in dem Sinne.